ja, guten Tag zum nächsten Video. Und das war gerade Skype. Und ja, wir werden jetzt mal wieder quatschen. Tja, was treibst du hier? Wonach sieht das aus? Ich gebe eine Überraschungsparty. Wo sind die anderen Gäste? Hallo, es ist eine Überraschungsparty. Was wäre das denn für eine Überraschung, wenn alle Bescheid wüssten? Das wäre nicht nötig gewesen. Das wäre doch nicht nötig gewesen. Die Party ist doch nicht für dich. Heute ist der Geburtstag von Peter. Oh. Aber sag ihm nicht, dass die Feier hier ist. Es soll eine Überraschung sein. Mal sehen. Du musst mir versprechen, dass du ihm nichts sagst. Okay. Versprech es. Ich versprech's ja. Schwöre. Ich schwöre es. Hoch und heilig. Ja, ja, ja. Stein auf Bein und Gänseklein. Ich schwöre es, okay? Okay, dein Wort reicht mir aus. Interessante Raumwahl. Interessante Raumwahl. Wie meinst du das? Meinst du nicht, dass mehr Leute gekommen wären, wenn du nicht ausgerechnet auf der Toilette feiern würdest? Ich weiß nicht. Es ist immerhin eine Überraschungsfeier. Und was könnte überraschender sein? Überraschend trifft es nicht ganz. Ekelig oder absurd. Das trifft es. Ach ja? Wo hätte ich denn deiner Meinung nach feiern sollen? Wie wär's mit der Bar? Das geht nicht. Peter sitzt schon den ganzen Tag dort und bläst Trübsal. Es ist doch seine Überraschungsparty. Er ist ein wenig empfindlich, was sein Alter anbetrifft. Ich hoffe, die Party muntert ihn ein wenig auf. Wie wär's mit dem Aufenthaltsraum? Das war auch mein erster Gedanke. Aber König Adrian war dagegen. König Adrian? Er regiert den Aufenthaltsraum. Er ist ein weiser und gerechter König. Und man erzählt sich, dass er hellseherische Fähigkeiten hat. Leider empfängt er nicht häufig jemanden. Sein Adjutant, dieser Drögelbecher, ist genauso zäh, wie er attraktiv ist. Wie wär's mit dem Kaffeeraum? Huch, nein! In diesen Raum gehen wir nicht mehr. Einmal sind drei Menschen dort drinnen verschwunden. Es waren Schauspieler. Ich glaube, sie wollten nur ein Stück vorsprechen. Sie sind nie wieder rausgekommen. Wie wär's mit dem Fernsehzimmer? Nein! Ich kann Partys nicht ausstehen, wo jeder vor der Glotze hängt. Jeder Raum wäre besser gewesen. Ich find's nett hier. Kennst du einen Weg hier raus? Warum sollte ich hier raus wollen? Hier ist immer was los. Und die Leute sind nett. Außerdem muss einem hier drin nichts peinlich sein. Wenn man mal die Hose vergisst, fällt es niemandem auf. Wenn du hier raus willst, sprichst du besser mit Almelio. Wenn du ihn findest. Ich glaube, er arbeitet gerade an einem Tunnel. Wenn du ganz verzweifelt bist, kannst du auch mit dem Schlüsselmeister reden. Aber das würde ich nur im äußersten Notfall tun. Der Typ ist gefährlich. Seine Einzelzelle ist allerdings im zweiten Stock. Da musst du schon bis nach dem Essen warten. Dann werden wir nämlich in den Schlafsaal gebracht. Schlüsselmeister, hm? Feier noch schön. Werd ich. Ach ja, mach das Licht aus, wenn du gehst. Mal sehen. Wir sehen uns mal die Deko an. Wann habe ich eigentlich Geburtstag? Ich kann mich einfach nicht erinnern. Ich bin bestimmt Skorpion. Wenn du Skorpion bist, dann bin ich Hummer. Können wir hier noch irgendwas nehmen? Bitte noch irgendwas. Machst du bitte noch das Licht aus, bevor du gehst? Mach selber. Die hat ja gesagt, Schlüsselmeister, irgendwo muss der da. Nehmen wir jetzt mal aus. Hallo Biene. Hallo Fred. Nenn mich ruhig Edna. Freut mich, dich kennenzulernen, Edna. Wer ist dein kleiner Freund? Das ist Harvey. Er hilft mir, hier rauszukommen. Servus, Harvey. Nettes Outfit, Al. Ich mach... Nur zu. Haben wir schon. Da hängt ein Schlüssel.
Den ich mit drin zu übernehmen. Nur weil ich hier stehe und mich darüber ärgere, bin ich bereits Teil des Kunstwerks. Können wir das ja schon? Es ist verlockend. Aber genau das macht das Kunstwerk aus. Je mehr ich mich darüber ärgere, dass ich diese Kunst zu sehr zu schätzen weiß, als dass ich den Schlüssel entwenden würde, desto genialer wird das Werk. Und desto weniger kann ich den Schlüssel nehmen. Und umso mehr ärgere ich mich. Wir reden nochmal mit Peter. Na, du. Petra feiert auf der Toilette eine Überraschungsfeier für dich. Ich weiß. Willst du nicht hingehen? Ich glaube, sie hat sich große Mühe gegeben. Keine 10 Pferde bringen mich dahin. Was glaubst du, warum ich mich hier versteckt halte? Diese Petra mit ihrer übertrieben guten Laune ist lästiger als ein Sack Filzläuse. Filzläuse halten wenigstens die Klappe. Ich könnte... Schlimmer. Ich gehe... Du bist ein... Danke. Nicht der Rede. Irgendwie ging das auch nicht. Ich lasse... Tja. Ja. Nicht alle benutzen. Lass das bitte. Ich brauche die Dunkelheit, damit mir nicht so auffällt, dass ich nur noch schwarz sehe. Das ist so 80er. Sitzecke, Aschenbecher. Was ist das für ein blicker Boden? Ach, hier waren wir auch schon. Müssen wir auch anders gucken. Irgendwo muss ja noch was sein. Dann wir mal in die Stadt umgehen. Ja, mal gucken. Da bin ich immer unten. Stopp! Nicht so. Ich muss ja. Hallo. Drogel. Ist das der Drogel? Darf ich Drogel? Aber ich schau. Wenn ich ihn doch. Oh, das hat ihn auch schon. Ich kann später noch auf. Nein, das geht auch noch nicht. Hey, Alu. Hallo, Ed. Was für dich? Ich hab noch eine Frage zu König Adrian. Schieß los. Ich würde gern zu ihm, aber Drogelbücher lässt mich nicht. Ich würde gern zu ihm. Aber Drogelbecher lässt mich nicht durch. Ja, ja. Drogelbecher ist genauso unnachgiebig, wie sein Eindruck auf das weibliche Geschlecht groß ist. Mach dir keinen Rest und... Aber auch ist er doch... Aber wie kommt... Wenn der König ihm aufgetragen hat, er ist alle... Sprechen. Kann ich den Kleiderbügel haben? Eigentlich widerstrebt zum... Ich muss lang... Pass auf. Ich würde ihn ja nie, aber ich will nicht, dass die ganzen Talkshows in meine Tasche siffen. Hallo, Professor. Angriff der Flugsaurier. Oh, du bist es nur. Hello, Edna. Leist du mir denn? Das gibt ich muss. Ein Ja. Was macht die Forschung? Der geht's prima. Das klingt. Na, das war Dinos. Ich schau später. Wenn. Ja. Drogel!
Hier steht, Löffelknappheit. Bringt eure Löffel zurück in die Kantine. Huch! Tja. Feier. Wird. Mal sehen. Irgendwie war es doch. Mach's doch mal. Nein, danke. Ich stehe nicht auf Beschäftigungstherapie. Entschuldigung, die brauche ich noch. Entschuldigung, die brauche ich. Hallo, Bienenmann. Nenn mich. Wie du willst. Wie. Dabei. Ich mach. Nur. Aschenbecher, Schacht. Ja, den Schacht wissen wir. Da kommt nichts rein. Hoffentlich. Ach, da nehmen wir mal. Da kommt nichts. Hoffentlich. Ach, da steht hier nicht auf mich. Das mit dem Löffel. Hey, das ist der ein. Lieber nicht. Ich mag meine Finger. Ach, das ist doch alles so schwer. Bricht auf.